Komischerweise, da ist ein Weg ausgeschrieben in diese Richtung, aber am Wald hört der Weg dann auf einmal auf. Wir haben aufgegeben. Ich hab dich vermisst. Blase am Fuß. Blasehase. Die Weisheit des Tages. Jetzt ist gerade noch etwas geregnet, aber die Temperatur ist schön angenehm, also perfektes Wanderwetter. Mal schauen, was uns heute noch erwartet. So, jetzt ist es richtig zugezogen, richtig schwarz. Da ist hell noch. Aber ich habe gerade beim Regenradar geschaut, also da, wo wir hinfahren, da zieht es jetzt weg. Also es zieht eher zu uns hin. Wunderschön! So, wir sind jetzt am Parkplatz angekommen. Wir haben jetzt doch einen anderen Parkplatz genommen, als wir eigentlich vorhatten. Aber ist auch am Rottachsee. Jetzt schauen wir mal bei Google Maps, wo wir lang gehen müssen. Nicht wahr? Ja, ja. So, laut Google Maps sind wir jetzt 1 Stunde 14 unterwegs. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall hier einen schönen Ausblick auf die Berge. Ich glaube, irgendwo dahinter müsste dann der Rottachsee sein. Michi hat neue Wanderschuhe und ich habe immer noch meine alten Winterschuhe, aber die sind halt auch wasserdicht. Da ist der Rottachsee. Und da laufen wir jetzt entlang. Ich glaube, Granbacher Wasserfall oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wir laufen zu einem Wasserfall. Also wir gehen jetzt weiter Richtung Rottachsee Rundweg, weil Google Maps lotst uns immer wieder auf die Straße. Jetzt haben wir gesehen, man kann auch am See entlang gehen. Wir werden sehen, wo wir rauskommen. Also immer Richtung Rundweg, Peterstal, Riedes. Ja, so ist das halt auf dem Land. Ja, gefährlich. Deswegen laufen wir ein bisschen langsamer. Kein Bock, mit Scheiße besprüht zu werden. So, da ist ja der Wasserfall. Nee, Spaß, das ist nicht der Wasserfall. Das ist ein Fluss. Ich mache mir gerade ein kleines Päuschen. Wir mal schauen, wo es weitergeht. Bei der Feuerwehr in Peterstal gibt es ja auch ein öffentliches WC.
und Parkplätze. Wie immer, hier endet ein Weg und wir müssen wieder querfeldein latschen. Wir haben uns jetzt ein bisschen verlaufen hier so, aber da vorne ist ein Weg. Man sieht es jetzt nicht, da ist ein Weg. Also wir gehen jetzt Richtung Vorderholz, Vorderburg. Das ist diese Richtung hier. Schauen wir mal, ob wir ankommen. Wenn wir die Schnauze voll haben, gehen wir wieder zurück, wenn wir es nicht finden. Weil es leider auch nicht beschrieben. Nirgendwo steht irgendwas angeschrieben. Das ist ein bisschen scheiße. Also jetzt sind wir doch tatsächlich noch auf dem richtigen Weg. Schauen wir mal, wie lange noch. Wir laufen auf jeden Fall jetzt Richtung Berge hier. Eine Flak deiner Sonne im Chase. Also hier geht es jetzt mal auf jeden Fall mal in den Wald. Das ist mal eine schöne Erfrischung. Und geht ein bisschen Wind. Das wird auch gut, weil die Sonne ballert schon richtig runter. Schon echt heiß. Einschmieren müssten wir uns auch mal wieder. Komischerweise, da ist ein Weg ausgeschrieben in diese Richtung, aber am Wald hört der Weg dann auf einmal auf. Jetzt sind wir hier und da ist mal irgendwie, auf jeden Fall da unten ist ein Fluss. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo in diese Richtung mal runterkommen. Dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen, wo wir zumindest mal was essen können, weil ich habe echt so Hunger. Wir haben aufgegeben. Kein Wasserfall heute, aber wir gehen jetzt wieder zum Rottachsee, weil da müssen wir eh hin, wenn wir da geparkt haben. Und dann können wir da ein bisschen Füße reinstrecken. Mal schauen. Wir sind jetzt schon 2 Stunden 20 unterwegs. Und angezeigt hat es eigentlich 1 Stunde 15 Minuten bei Google Maps. Also sind wir einen ganz schönen Umweg gegangen. So ist das halt. Ich bin kein guter Führer. Da ist da wieder der Rottachsee. Zumindest eine Richtung, die wir haben, die wo richtig ist. Jetzt sind wir hier doch mal im Wald angelangt. Oh, hier schön angenehm. Jetzt haben wir jetzt auch noch einen klitzekleinen Wasserfall. Besser als ein Fluss. Ja. Einfach mal hier entlang, wo das Schild zeigt. Da kann man hoffentlich nichts verkehrt machen. Thank you.
wirklich was gefunden, wo wir uns hinsetzen können. Nach 3 Stunden, 10 Minuten unterwegs. Jetzt kann ich endlich was essen. Ich merke, das Salatblatt immer kurz vor dem Essen aufs Sandwich drauf. Sonst weicht es durch. Die Weisheit des Tages. Nicht mehr lang. Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir im Auto. Yay! Wir haben übrigens so einen tollen Kühlrucksack. Da bleiben dann die Getränke und das Essen bleibt dann schön kühl. Lohnt sich auf jeden Fall. Juhu, da steht unser Auto rum. Wir haben es geschafft. Endlich. Und zieht auch langsam zu. Ja, jetzt wird es langsam schlecht Wetter. Richtig windig. Ich hab dich vermisst. Guter Parkplatz, zumindest unter Bäumen hier. Das Wichtigste auch wieder, man muss nichts zahlen. Wunderbar. 14,63 Kilometer. 4 Stunden, 12 Minuten waren wir unterwegs. Und 18.815 Schritte. So. Jetzt sind wir am Arsch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Und auch wenn wir es leider nicht bis zum Wasserfall geschafft haben, zu unserem Ziel eigentlich, aber der Rottachsee ist auch sehr schön. Da kann man auch gut rumlaufen. Lohnt sich. Und die Gegend ist auch schön. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.